Hier das Video zu ganz rationalen Funktionen, wenn ich den Trick des Ausklammerns anwenden möchte. Ganz wichtig, wenn ich so eine Funktion habe, eine ganz rationale Funktion, und ich möchte diesen Trick anwenden, dann geht das nur bei Funktionen, wo hier hinten kein plus 5 oder minus 6, also kein Ausdruck, kein Teilterm mehr steht ohne x. Dieser Teilterm ohne x heißt absoluter Term, das heißt Bedingung dafür, dass ich das Ausklammern anwenden kann, ist kein absoluter Term am Ende. Also kein Ausdruck ohne x, könnte man hier jetzt auch sagen. So, was tue ich, wenn ich so eine Funktion habe? Ich sage, okay, in jedem Teilterm, die könnte ich mir hier gerne nochmal unterstreichen, in jedem Teilterm taucht mindestens ein x auf. Deswegen kann ich auch ein x einfach nach vorne ziehen, aus der Klammer raus und habe dann in der Klammer, ja dadurch, dass ich auf diesem Teilterm ein x rausziehe, zumindest nicht mehr hier um 3, sondern um 1 vermindert, also 3x². Weil wenn ich das x wieder reinziehen würde, wenn ich hier wieder mal rechnen würde, müsste dann natürlich wieder 3x hoch 3 rauskommen. Und entsprechend hier im hinteren Teilterm, wenn ich das x nach vorne rausziehe, bleibt hier nur noch die 3 über, denn wenn ich das wieder rein multiplizieren würde, würde da wieder minus 3x auftauchen und das heißt, ich würde wieder auf meine ursprüngliche Funktion kommen. So, was bringt mir das jetzt? Ich schreibe es hier unten nochmal hin. Wenn ich meine Funktion jetzt schreibe als x mal 3x² minus 3, dann kann ich diesen netten Satz anwenden, dass ein Produkt genau dann 0 ist, wenn einer der Faktoren 0 ist. Zeichne ich mir die Faktoren hier einmal ein. Das ist der erste Faktor. Und das ist der zweite Faktor. Und jetzt muss ich eben nicht mehr die gesamte Funktion betrachten und versuchen, da die Nullstellen zu berechnen, weil hier müsste ich ja jetzt schon irgendwie mit Polynomdivision oder mit Fonda-Schema ansetzen, um eben diesen Grad zu vermindern, damit ich irgendwann runterkomme auf eine quadratische Funktion, sodass ich dann die PQ-Formel zum Beispiel anwenden kann. Das brauche ich hier nicht, denn ich habe mir jetzt hier beim zweiten Faktor eine quadratische Funktion geschaffen und hier vorne habe ich x. Und jetzt kann ich einfach sagen, wenn ich den vorderen Faktor gleich 0 setze, das erreiche ich durch einfach einmal scharf drauf gucken. Das heißt, meine erste Nullstelle ist, wenn ich für x 0 einsetze. Und den zweiten Faktor schaue ich mir jetzt separat an. Da sage ich jetzt, wenn der wird 0, das schreibe ich mir einfach nur mal hin. 3x² minus 3 soll 0 sein. Und für welche x gilt das? Nun, das ist eine einfache quadratische Gleichung. Da brauche ich nicht mal die PQ-Formel. Die kann ich auch so umformen. Ich könnte jetzt aber natürlich auch die PQ-Formel oder die quadratische Ergänzung anwenden. Hier kann ich jetzt einfach, da ich keinen Ausdruck mit x hier dazwischen habe, sonst ging ja das an dieser Stelle nicht, kann ich hier einfach plus 3 rechnen. Dann habe ich 3x² gleich 3, dann teile ich noch durch 3 und habe x² gleich 1. Jetzt kann ich die Wurzel ziehen und habe dann jetzt nicht mehr 1, 2, sondern die zweite und die dritte Nullstelle wäre dann gleich plus minus Wurzel aus 1, also plus minus 1. Das heißt, ich habe meine drei Nullstellen bestimmt. Und bin schon fertig. Wie gesagt, an dieser Stelle, wenn hier jetzt noch ein Ausdruck mit x vorkommen würde, müsstet ihr dann natürlich schon die PQ-Formel oder die quadratische Ergänzung anwenden. Wichtig ist aber, was habe ich erreicht durch das Ausklammern? Dass ich mein Buch 3 hier reduziert habe auf einen quadratischen Ausdruck, so dass ich dann eben mit Formeln rechnen kann. Weil hier könnte ich die Nullstellen so nicht ausrechnen. Für Funktionen dritten Grades und höher gibt es halt keine Formel mehr. Das heißt, das Ziel ist es immer, den Grad so weit zu vermindern, bis man beim quadratischen Ausdruck ist und dann mit den bekannten Formeln weiterzurechnen. Ich mache das nochmal an einem zweiten Beispiel deutlich. Dies sei eine weitere Funktion, wo ich dieses Ausklammern anwenden kann, denn auch hier habe ich wieder keinen Ausdruck ohne x, sondern in beiden Teiltermen taucht ein x auf, das heißt, ich könnte jetzt auch wieder ein x ausklammern, kann das also umschreiben als x mal 6
x hoch 5. Also hier um einen runter minus 4x hoch 3. Hier auch um einen Exponenten runtergezählt. So, jetzt kann ich hier meinen ersten Faktor, da kann ich die erste Nullstelle direkt ablesen. Gleich 0, fertig. Und bei dem zweiten Faktor hier müsste ich wieder gleich 0 setzen. 6x hoch 5 minus 4x hoch 3 gleich 0. Kann ich immer noch nicht die DQ-Formel anwenden, weil ich hier immer noch 5. Grades habe. Das hilft mir also nicht weiter. Das heißt, ich müsste hier, da ich jetzt immer noch keinen Ausdruck habe, wo hier irgendwas ohne x auftaucht, kann ich hier das Ausklammern nochmal anwenden. Kann hier also x mal 6x hoch 4 minus 4x Quadrat anwenden. Und kann jetzt hier sagen, oh, hier ist schon wieder eine zweite Nullstelle, die ist auch 0. Und kann jetzt weitermachen mit diesem Faktor hier. Das kann ich so lange fortführen, bis ich hier in der Klammer einen Ausdruck habe, wo hier hinten kein x mehr auftaucht. Das kann ich natürlich weitertreiben. Das wäre aber ein bisschen länglich. Einfacher macht man sich das, wenn man gleich am Anfang hier ein bisschen scharf hinguckt und sagt, ich klammer hier nicht nur x aus, sondern ich klammer so viele x aus wie möglich. Das heißt, hier sind 4 x, hier sind 6 x. Also das kann ich ja auch schreiben als x mal x mal x mal x mal x mal x. Und das kann ich entsprechend auch so hinschreiben. Das heißt, ich könnte an dieser Stelle auch x hoch 4 ausklammern. Weil x hoch 4 steckt in beiden Ausdrücken drin. Das heißt, ich kann das auch gleich vereinfachen zu x hoch 4 mal. Dann bleibt hier noch 6x² über und hinten nur noch die minus 4. Deswegen habe ich hier jetzt auch keinen Ausdruck mehr mit x. Deswegen könnte ich jetzt hier in diesem Faktor nicht weiter ausklammern, sondern ich muss den jetzt gleich 0 setzen. Und das kann ich natürlich wunderbar. Jetzt habe ich einen quadratischen Ausdruck. Ich könnte jetzt wieder die DQ-Formel anwenden oder die quadratische Ergänzung. Da ich hier aber keinen Ausdruck mehr mit x habe, kann ich einfacher umformen plus 4. Dann habe ich 6x² gleich 4 geteilt durch 6. X² sind gleich 2 Drittel, wenn ich das kürze, also 4 Sechstel gleich 2 Drittel. Jetzt kann ich die Wurzel ziehen. Dann habe ich x gleich plus minus Wurzel aus 2 Drittel. Das kann ich natürlich schön als Dezimalzahl hinschreiben. Ich lasse das aber hier stehen. So, jetzt muss ich mir überlegen, wie viele Nullstellen ich eigentlich habe. Denn wenn man mal guckt, hier ist die erste Nullstelle 0, die zweite Nullstelle auch. Man sagt hier, das ist eine doppelte Nullstelle, weil sie taucht zweimal auf in der Rechnung. Und wenn ich mir das hier angucke, bei x hoch 4 taucht sie sozusagen viermal auf. Das heißt, es ist eine vierfache Nullstelle. 1, 2, 3, 4 gleich 0. Und das hier wäre meine fünfte und sechste Nullstelle. Die wäre dann jeweils plus minus Wurzel aus 2 Drittel. Okay. So, ich hoffe, das Ausklammern ist ein bisschen deutlich geworden. Wie gesagt, immer so viel wie möglich ausklammern. Hier, um sich den Weg zu vereinfachen und darauf achten, kein absoluter Term am Ende. Oder wenn ihr den Begriff absoluten Term euch nicht merken möchtet, könnt ihr auch sagen, am Ende darf kein Teilterm ohne x stehen. Gut, ich hoffe, das ist klar geworden, sonst gerne nochmal nachfragen.